Ein unbekanntes Objekt ist in unserem Hinterhof abgestürzt. Seltsame Wesen sind herausgekommen. Der Anblick betäubte uns und dann waren sie ganz plötzlich verschwunden. So berichtete es uns vor rund einem Jahr Angel Kenmore, der zusammen mit seiner Familie Unglaubliches gesehen haben will, in seinem Hinterhof in Las Vegas. Eine Gestalt, die nun Videoexperten für uns sichtbar machen konnten. Wir schauen uns heute diese ja sehr beeindruckenden und seltsamen Bilder an und die neuesten Zeugenaussagen des Vorfalls in Las Vegas. Wie immer direkt nach dem Intro. Am 30. April des letzten Jahres sollte ein Vorfall in Las Vegas zu weltweiten Schlagzeilen führen. Ein unbekanntes Objekt, das auf die Erde zuraste, nicht etwa irgendwo einschlug, sondern landete. Dutzende Berichte von seltsamen Wesen, die durch die Straßen ziehen. Ein Team aus Analysten haben nun die wenigen Videoaufnahmen analysiert, das rekonstruiert, was in einem kleinen Hinterhof einer Familie geschah, die sagt, sie seien auf nichtmenschliche Wesen gestoßen. Doch fangen wir von vorne an. Ein Polizist in Las Vegas beobachtet ein grell leuchtendes Objekt, aufgezeichnet von seiner Bodycam. Es geht langsam zu Boden, zu langsam, wie der Beamte später sagen wird. 40 Minuten später dann ein Notruf. Ein fassungsloser Anrufer berichtet von dem Absturz eines seltsamen Objekts in seinem Hinterhof. Er und seine ganze Familie sehen seltsame Wesen, viel größer als ein Mensch, mit dunklen großen Augen. Zwei Polizeibeamte werden zum Tatort geschickt. Sie treffen auf die panischen Mitglieder der Familie, die Unfassbares erlebt haben will. Die Aufzeichnung des Notrufs gibt uns einen kleinen Einblick, wie verängstigt die Zeugen gewesen sein mussten. There's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually weird. We're terrified of it. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're okay. Like 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes. Okay. Like I can't explain it. And big mouth. They're shiny eyes and they're not human. They're 100% they're not human. Wie später bekannt wird, ist der Anrufer ein junger Mann namens Angel, gerade einmal 16 Jahre alt. Kein Scherzanruf eines Teenagers. Seine Eltern und Geschwister werden in den nächsten Minuten alle von den gleichen schockierenden Erlebnissen berichten. Wesen, die nicht von dieser Welt stammen würden, sich in ihrem Hinterhof aufhielten und nun durch die Straßen von Las Vegas wanderten. Dass da tatsächlich etwas war, sollen uns die kurz danach veröffentlichten Aufnahmen zeigen. Von einem Objekt, das auf die Erde stürzte, als auch Bilder von Wesen, die aus diesem gekommen sein sollen. Und auch andere Zeugen konnten in dieser Nacht wahrlich Seltsames filmen, das zu Boden stürzte. Noch vor dem Notruf und noch vor dem Eintreffen der Polizei ging Angel mit seiner Familie in den Garten, aufgeschreckt durch einen Lichtblitz. Eines seiner Geschwister nahm das Handy zur Hand und begann sofort zu filmen. In der Ferne wollen sie eine seltsame Gestalt entdeckt und auf Video festgehalten haben. Sehr viel deutlicher sollen es uns aber die Aufnahmen zeigen, die während der Anwesenheit der Polizei aufgenommen worden sind. Eine Gestalt, die zu den Zeugenaussagen passt, sich unheimlich nah an den Beteiligten befunden hat. Eines der Wesen, die gelandet seien, für uns alle von einem Expertenteam sichtbar gemacht. Musik
Dieser Vorfall in Las Vegas im vergangenen Jahr, im April, hat nicht nur die UFO-Gemeinschaft wochenlang beschäftigt. Weltweit wurde von dieser Familie rund um Angel berichtet. Was hatten sie gesehen? Ist wirklich etwas in ihrem Hinterhof gelandet? Und was hat es mit einem seltsamen Schatten auf sich, der ganz deutlich auf einem der Videos zu sehen war? Ja, nach rund einem Jahr hat sich dieser junge Mann nun wieder gemeldet, hat einem News Nation Reporter ein Interview gegeben. Im Zuge dessen wurde auch ein Expertenteam aus Videoanalysten beauftragt. Diese wiederum sollten die damals entstandenen Bilder genauer analysieren. Und dabei kam sehr viel mehr zum Vorschein, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Ein großer Grauer, der in unmittelbarer Nähe zu Angel stand. Aber schaut euch das einmal selbst an. In einem neuen Interview mit News Nation erfahren wir sehr viel mehr über den inzwischen 17-jährigen Angel Kenmore und dem, was er damals mit seiner Familie als auch den Polizisten vor Ort erlebte. Er berichtet uns von einem Objekt, das im Hinterhof landete. Es sei dabei verschwommen gewesen, wie er es nennt, als habe es eine Art Tarnung besessen. Als sich die Familie annäherte, aufgeschreckt durch einen Lichtblitz, sahen sie zwei große Kreaturen mit großen Augen und glänzenden nichtmenschlichen Mündern. Etwas Außerirdisches, zu 100%, wie es uns Angel versichert. Als er und seine Geschwister diesen beiden Wesen dann in die Augen blickten, erstarrten ihre Körper. Es erinnerte Angel an seine Erfahrung mit einer Schlaflähmung. Sie erinnern sich an ein lautes und tiefes Atmen der Kreaturen. So unheimlich und durchdringend, dass es ihnen auch heute noch eine Gänsehaut bereitet. Rund ein Jahr später, mit seinen damaligen Aussagen konfrontiert, berichtet er uns heute immer noch dasselbe. Ich schloss einfach nur meine Augen und betete, dass es verschwinden würde. Es bewegte sich und atmete. Es war wütend, als wollte er etwas tun, als er mich ansah. Ich erinnere mich, wie er knurrte. Sie können denken, was sie wollen. Wenn ich es aus Ruhmgründen machen würde, wäre ich auf YouTube. Ich habe damit kein Geld verdient. Ich brauche kein Geld. Es war wirklich eine schlimme und traumatische Erfahrung. Bevor wir zu den Bildern der Videoanalysten kommen, schauen wir uns zuvor einen Bericht aus Ohio an, denn dort soll es zum gleichen Zeitpunkt zu einem weiteren sehr mysteriösen Vorfall gekommen sein. Schaut da mal rein. 30 Kinder wurden von großen grauen Außerirdischen entführt. Eine Nachricht, die weitaus weniger Aufmerksamkeit bekam als die des vermeintlichen UFO-Absturzes in Las Vegas. In Cleveland, Ohio sollen zum selben Zeitpunkt Wesen aufgetaucht sein, die den Beschreibungen derer aus Las Vegas ähnelten. Der Nachrichtensender 8 News Now soll davon berichtet haben. Ein Video, das kurz danach schon gelöscht worden sei. Dort habe es ein Interview gegeben. Eine Person, die aufgeregt auf das Verschwinden von 30 Kindern reagiert. 8 bis 9 Fuß große Wesen entführen 30 Kinder in Ohio, während orangefarbener Rauch New York bedeckt. Aliens landen in unzähligen Hinterhöfen. 30 Kinder aus Ohio werden vermisst. Ob es dieses Interview jemals gegeben hat, ist bis heute unsicher. Was aber feststeht ist, dass es diesen orangefarbenen Rauch über New York tatsächlich gab. Doch dieser stammte allem Anschein nach von einem Waldbrand in Kanada. Kein Beweis für die Entführung der Kinder durch 2,40 Meter große graue Aliens. Im Gegensatz zu dem, was uns nun die analysierten Bilder aus einem Hinterhof in Las Vegas zeigen sollen. Dieser Bericht aus Ohio ist alles andere als verifiziert und wahrscheinlich wird es diesen so auch nie gegeben haben. So ist es zumindest meine Einschätzung. Aber es gehört natürlich zu den vielen Gerüchten rund um dieses Las Vegas-Ereignis dazu. Schauen wir uns nun aber das an, was die Videoanalysten von News Nation uns da aus dem Videomaterial herausgeholt haben wollen. Und das ist ziemlich unheimlich. Dass da tatsächlich etwas war, dass es keine ausgedachte Geschichte war, dies sollen uns nun die Aufnahmen aus dem Hinterhof der Familie zeigen. Ein Expertenteam, das das Video analysierte, auf dem schon letztes Jahr ein seltsamer Schatten entdeckt wurde.
Wie wir auf den bearbeiteten Aufnahmen sehen können, haben sich die Analysten diesen seltsamen Schatten am Rande des Sounds vorgenommen. Von dort aus haben sie jene Kreatur erstellt, die zu den Zeugenaussagen passt. Eine rund 2,40 Meter große Kreatur, die sich hinter dem Gartenzaun befand, zu jenem Zeitpunkt, als Angel Kenmore den Hinterhof betrat, nur wenige Zentimeter von ihm entfernt. Eine Kreatur, die dem eines großen Grauen ähnelt. Das ist schon mehr als unheimlich und tatsächlich sind in der Ufologie nicht nur die kleinen, rund 1,20 Meter großen grauen Aliens bekannt, sondern eben auch die sehr viel größeren Tall Grey Aliens, die großen Grauen. Und diese sollen gar den kleineren gegenüber höher gestellt sein. Bei dieser Animation sollten wir aber auch bedenken, dass sich die Analysten dabei sicherlich auf die vorherigen Aussagen gestützt haben. Ich würde nun nicht unbedingt davon ausgehen, dass das, was uns die Bilder dort zeigen, auch tatsächlich so vor Ort war. So ehrlich muss man einfach sein. Es sind da wohl ja sehr stark die Zeugenaussagen mit eingeflossen. Wie ich immer sage, damit sollten wir wirklich vorsichtig sein und immer skeptisch bleiben. Aber schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, so gebt diesem doch einen Daumen nach oben. Da freue ich mich wirklich immer sehr, wie ihr wisst. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Augen auf!